Frieden, Frieden! Terror nicht mit uns! Terror nicht mit uns! Wir wollen Frieden! Wir wollen Frieden! Terror nicht mit uns! Terror nicht mit uns! Wir wollen Frieden! Schöne Stimmung, also das kann ich schon mal sagen. Es ist eine angenehme, schöne Stimmung, die spüren kann, dass man doch ein Zeichen setzt. Irgendwie, es kommt an. Ja, ich finde das super, dass uns Menschen applaudieren und die vielleicht auch ein bisschen mitreißen können. Die machen ja alle Fotos. Das ist super. Es hätten aber auch mehr sein können. Ja, so selbstkritisch kann man sein. Es tut ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Wir haben gehofft. Das ist Köln. Darauf haben wir auch gesetzt, dass die Zivilgesellschaft in Köln das auch ein Stück weit anerkennt. Und naja, die Kölner sind erfahren damit. Hier, da wird gewunken, gucken sich das an. Super. Ich bin auch bisher total positiv überrascht. Es läuft super. Die Menschen nehmen es an und das ist genau das Zeichen, was wir setzen wollten. Ja, ich empfinde schon, dass es angenommen wird. Es wird super gut angenommen. Die Menschen merken, dass die Demonstranten friedlich sind. Bisher verlief die Demonstration absolut problemlos und das ist genau das, was wir wollten. Ich finde das sehr gut, dass Muslime, die nicht auf der Linie der großen Verbände sind, die abgesagt haben, dass die sich mal zu Wort melden. Gemeinsam gegen Terror sein! Alle Kölner, halt euch ein! Laute Stimmen hinter mir zu hören, dass die Stimme mehr wird, dass wir mehr werden, dass das etwas bringt, heute angefangen zu haben. Weil ich merke, es reihen sich mehr Menschen in die Demo mit rein. Also Sie spüren jetzt mehr Kraft als vorher auf der Bühne. Richtig. Vor der Bühne war ich ein bisschen geplättet, weil die rege Anteilnahme von den Menschen, die ich mir gewünscht habe, nicht ganz so groß war. Ich mache heute hier mit, weil es mir sehr wichtig ist, ein Zeichen für alle derer zu setzen, die heute nicht genug den Mut dazu hatten, hier mit auf die Straße zu gehen. Und zwar Mut, nicht weil sie Angst haben, dass sie von irgendjemandem bestraft werden, sondern dass sie zu irgendetwas zugehörig aussehen, was sie nicht sind.
Ja? Diese Distanz, die man behalten möchte, dass sie zu einer Gefahr wird, dass Menschen denken könnten, man hätte eine Nähe dazu. Ich bin die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Kolbstraße. Und Kolbstraße selbst war ein Opfer von einem Attentat terroristischer Art. Und wir wissen, was es bedeutet, auch als Opfer. Wir wissen auch als Moslems, wie bedrückend das ist, wenn ein Terroranschlag auf der Welt irgendwo passiert ist und man morgens aus der Tür gehen muss, gehobenen Hauptes. Das ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Und deswegen ist die Anteilnahme derer, die ich mir gewünscht habe, nicht ganz so hoch. Aber es wird kommen. Ich habe sehr viel Hoffnung darin. 2014 haben wir uns zusammengeschlossen zu einem Bündnis, das hat sich genannt Birlikte. Und dieses Bündnis hat den 10. Jahrestag des Anschlags der NSU-Bombe auf die Kolbstraße zum Leben geweckt, für ein besseres Miteinander, für ein Zusammenstehen, für eine Solidarität gegen Terror. Und zwar Terror aus den rechten Reihen, ja, aus rechts. Und wir sind ein Bündnis geworden und mit Birlikte haben wir eine Welle angefangen, die 80.000 Menschen auf die Straße gezogen hat, auf die Kolbstraße. Sogar den Bundespräsidenten Gauck damals auf die Kolbstraße geholt. Und Birlikte heißt Zusammenstehen. Genau. Und heute tun wir das noch einmal. Und dazwischen haben wir es auch mehrere Male getan. Protestaktionen auch gegen die AfD, gegen die braune Sud und. Also dann ist es selbstverständlich, dass ich auch heute gegen Terror dastehe, die aus ganz anderen Reihen kommen, ohne in Verbindung gebraucht zu werden, dass es mein Glauben wäre. Es ist nicht mein Glauben, das ist was ganz anderes. Terror hat keinen Glauben, Terror hat keine Nationalität, sie hat keine Religion, sie hat einfach... sie ist menschenunwürdig. Terror ist etwas, wovon man sich nicht distanzieren muss. Als normaler Mensch, das ist selbstverständlich. Syrien, im Irak. Ich komme aus dem Irak. Irak zerstört wurde von ISIS, von Terroristen. Sie nennen sich Islamischer Staat, aber die hat nichts mit dem islamischen Glauben zu tun. Sie bringen die Menschen, Kinder, groß und klein um. Und dafür heute stehe ich hier, Menschen zu zeigen, wir sind alle gleich. Wir dürfen die Menschen nicht umbringen oder ins Luft zu jagen. Und das gehören die nicht zu der Islam. Und die sind keine Menschen, die haben keine Glauben, die sind keine Menschen. Und die gehören nicht unter uns zu sein. Mann in Hand! Gegen den Terror! Gegen den Terror! In jedem Land! In jedem Land! Menschen aller Länder! Menschen aller Länder! Fi nurikum umidum, absarna fil zalam. Fil amrani shaqidum, wahanikna fil hutam. برمجتي قطعتم وجمعنا الكلام رسالتي إليكم أنا عيش ويجب التغير
برمجة قطعت وجمعنا الكلام رسالتي إليكم أنا عيش.